So, da sind wir wieder. Nee, da sind wir wieder. Und wir sehen, es ist ja nicht schlecht, ne? Von unserer Leistung her. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Und eine 1. Und eine 1. Und eine 1. Und eine, eine 1,5. Und 3, 3, 2. Eine 4. Eine 4, ey, das gibt's ja auch nicht. Eine 4, nee, doch. Also, die Auswechslung war nicht so gut. Also, die Eingewechselten, die Ausgewechselten waren stark, die Eingewechselten waren nicht so gut. Und bei Rot-Weiß Essen sieht's komplett miserabel. Jetzt hat miese, jetzt kommt mir Scheiße aus. Sagen wir einfach mal so, wie es ist. Außer der Torwart, alle Kacke. Nee. Sonst bin ich sehr zufrieden mit dem Mann und das ist der nächste Sieg. Und damit immer ein bisschen näher zum Ziel, zum Aufstieg der zweiten Liga. Und wir sehen, erfolgreiche Pässe 304, mehr Ballbesitz 586, Kloppenmoor sind mit Reis nach Essen. Ja, im Norden und dann Richtung Süden. Ist auch eine Weile. Wir sehen, wir hatten 7 Schüsse. Also es war eigentlich von den Schüssen her eher ausgeglichen. Aber wir haben die Tore gemacht. Durch den Elfmeter, den wir nicht direkt verwandelt haben, aber den Nachschuss. Gehen wir mal in die Ergebnisse und wir sehen, Dresden verliert 2-1 gegen Dortmunds Zweite. Hallig FC gegen Wolfsburg Schamsen noch ein 2-2 nach 2-0 Rückstand. Das ist nicht schlecht. Und dann kommt schon Unterhaching gegen die TSG aus Hoffenheim. 2-1 verlieren, gewinnt Unterhaching. Und 5-3. Oh, es wurde nochmal richtig spannend. 5-3 Chemnitz kam nach der Pause in der 48., 57., ach, 87. Na, wenn sie ein bisschen früher das Tor geschossen hätten, wäre es noch spannender geworden, ne? Also, die Chemnitzer geben nicht auf. Dann sehen wir, Wiesbaden gewinnt noch das Spiel gegen Frankfurt nach 1-0 Halbzeitstand zu 4-2. Krass. Einheim verliert 3-0 gegen MSV Duisburg. Jena gewinnt 2-1 gegen Stuttgart Zweite. Dann kommt schon Darmstadt mit dem nächsten Sieg. Also die ich selber persönlich schon gedacht habe, die spielen nur um den Abstieg. Dieses Jahr nicht. Diesmal spielen sie wieder um den Aufstieg. Das ist ganz komisch. Wer macht denn da wieder die Tore? Wieder Dominik Schwengel, der ist wieder in Topform. Also, wir gucken mal, wie viele der Tore schon geschossen hat. Also, 6 Spiele, 4 Tore sind nicht schlecht. Er kommt also langsam wieder rein in seine alten Form. Und Berbatov ist ja eigentlich da immer noch. Aber ne, genau, Team. Dimitri Berbatov, immer noch drinne. Wir sehen, aber die Tabelle ist auch knapp. Von 3, 5. Also alle zweiten Mannschaften sind hinten. Wolfsburg zweite, Bayern zweite, Hoffenheim zweite und Dortmund, die so letztes Jahr so stark sind, auch. Und sonst nur Stuttgart als zweite Mannschaft ganz weit vorne. Aber ein bisschen komisch, ne? Wir gehen mal in die Stimmen. Unsere Laufbereitschaft kam nicht zum Tragen, weil wir nicht wussten, wohin, sagt Trainer Wladimir Wobbel. Und was sage ich? Meine Spieler haben alle einen Zipfel. Ja, ist klar. War bestimmt wieder mal so ein berühmter Kommentar nach dem Spiel vom Trainer. Also der sagt mir gar nichts. Wir sehen da direkt zum zweiten Mal drinne. Gern ist zum ersten Mal. Turm Maler wieder mal drinne. Also stark von unserer Mannschaft zurzeit. Teamleistung 2,77 wie MSV Duisburg. Aber die ganze Saison sehr stark. 97 Chancen rausgespielt. Das in 6 Spielen ist es schon stark. Also, wer hätte das bitte gedacht? So, und wir sehen Tim Hofmann immer noch in 9 Wochen. Wir haben erst 2 gelbe Karten. Also der Fairness haben wir dieses Jahr auch. Weil Meier noch nicht ausgerastet ist. Es läuft ja diese Saison. Sonst ist irgendjemand noch schwer verletzt. 9 Wochen, okay. Nein, nur der Michael Schulze 5 Wochen und der Erik Jendrisek 5 Wochen. Kreuzbandriss. Ah. Schade für den.
Slowaken. Ja, der seine Karriere bei Hannover angefangen hat, aber bei Lautern erst richtig durchgestartet ist. Dann ist er gewechselt und bei Schalke, das war vielleicht der Fehler. Bei Freiburg kam er nicht richtig zum Einsatz. Bei Cottbus genauso und dann war es schon wieder vorbei. So passiert es meistens mit den, ja, mit den eigentlichen Talenten, wie man es so gerne sagt, betitelt. Aber ist doch schön, der nächste Sieg, das sechste Spiel, 5 Siege in Folge jetzt im also in der Liga. Im Pokal haben wir schon eine Niederlage. Und jetzt, ja, das komplette schlechte, programmierte Scheiß hier. Also das kriege ich in Krise. Wir haben ein Spiel gegen Wien und von Wien auch. Ne, wir haben zu Hause das Spiel gegen Wien. Wir müssen dann nach Ukraine zu Donetsk. Ist klar. Und Champions League, ist das nur die Auslosung? Ach doch, da war schon ein Spiel. Boah, Gladbach zerstört Wisla, Krakau und Turin verliert 4-0 gegen United. Also das ist schon mal eine klare Ansage. Wir sehen, Bayern gewinnt gegen Liverpool. Die sind ja nur rangekommen, weil Neuer ein Eigentor gemacht hat. Atletico gewinnt locker 4-0. Ja, das nächste Spielchen. Dortmund 1-1 gegen Chelsea und Benfica und Red Bull trennen sich auch. Ja, mit einem Unentschieden 0-0. Wir sehen das im nächsten Spiel Mailand und Valencia mit einem 3-0. Und Valencia mit einem 3-0. Also so schnell kann es gehen. Dann teilen sie sich mal erstmal den ersten Platz. Okay, dann fängt schon wieder die neue Gruppe an. Schön, dass wir jetzt Mittwoch das Spiel haben. Team. MSV Wiesbaden. So. Ja, wir sehen MSV Duisburg gegen Stuttgart 2. Oh, das kann interessant werden, ne? So, gehen wir mal in die Nachrichten. Oh, die Reserve gewinnt 1-0. Habe ich das gesehen? Ne, das sagt mir eigentlich gar nichts. Ah ne, die Reserve hat verloren. Doch, das hat mir dann was gesagt. Ich wollte schon sagen, Mannschaft der Woche, Daniel Reck, Gerdes und Tomala. Das haben wir ja mitgekriegt. Nuri Oberschenkel, Zerrung, 9 Tage fährt aus. Ja, Jungs, ihr könnt schon mal die Jugend wieder scouten. Oder einer scoutet die hier, aber eigentlich müssen wir nicht. So, also machen wir dieses Jahr mehr auf Jugend. Jugend Scout. Vielleicht kriegen wir diesmal ein bisschen mehr Talente. Okay, dann müssen wir diesmal wieder eben hochziehen und da fällt mir eigentlich nur ein, der, ja, was ist er denn, der, Nuri ist 10er. Wen können wir denn hochziehen? Ich werde hier keinen Teil aus der Mannschaft rausschmeißen, ne? Da haben wir eigentlich in der Jugendmannschaft einen starken 10er. Ne, wir haben erstmal hier wieder ja, den Peer. Der Prayer hatte schon wieder ein Trainingsjahr erreicht. Und der geht ein bisschen ab. Mit einer 46. So. B-Jugend. Ah, da war ja der Florian. Der nicht so schlecht ist mit 3 Sternen. Also wir bringen einfach mal. Karabulut. Ah, wieder in 8er Form. So wie letztes Jahr nicht so stark. Enzmann ist auch nicht so gut drauf. André Torben. Hier können wir einfach mal, ne, für eine Woche. Dann kommt der Zulu und der Özkan kann auch wieder mal spielen, ne? Ja, der André Torben, der entwickelt sich. Wer hätte das noch gedacht in der zweiten Mannschaft? Er mischt schlecht. Auch mit seinen schwachen Nerven. Bin ich ehrlich, hätte ich nicht nochmal gedacht, dass der so schnell stark aufspielt. Guckt euch meine Tour mal an. Das sehe ich zum ersten Mal beim FM. Der hat eine komplette 20er Form. Der geht komplett durch die Decke. Krass. 1,2 Millionen Mark wert. Meier genau so eine 76. Also die Jungs, die sind zurzeit im Topform. Eine 7 Millionen hat der schon Mark wert. Jenike eine 14er Form. Also, es läuft auch für die etwas älteren wie jenige, der ist 26 schon, Boll, eine 14er vom Hummel,
Mit 12er Neupert, Gerdes, der wieder ein super Spiel trägt. Wohlfahrt, da können wir noch ein bisschen mehr erwarten. Hat er schon mal besser gemacht. So. Können wir, eigentlich können wir auch am Sonntag die Gespräche machen, ne? Was ist jetzt? Ach, verbessern. Nee, nee. Was wollte ich noch? Ich wollte mal gucken, ob der Philipp gespielt hat. Wartet mal. Verträge, Laie. Oder hatten die auch zwei Spiele schon? Oder sind das die Spiele von uns? Ich gucke einfach mal. Gegen, oh, gegen SV Ried und gegen Red Bull. Da hätte er mal treffen können, ne? Um mal zu zeigen, dass er gut drauf ist. Aber natürlich ist er auch schwach. Also schade, weil SV SC Wiener Neustadt ist natürlich auch nicht die überragende Mannschaft. Die spielt aber wo? Die spielt Europa League, ne? Wenn ich das richtig sehe. Und was ist das hier? Ist das ein Freundschaftsspiel? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ach, die sind aufgestiegen. Pölten. Und da sind sie grün angezeigt. Also, die letzten 5 Spielen alle verloren. Sind letzter Transfer. Wir können mal gucken. Die haben sich auch viele aus Deutschland geholt. Also zwei hier. Mumet, Kaputz. Und den Renny Smith. Aus Österreicher. Und Engländer. Kommt aus England. Von Arsenal. Okay, spielt er denn überhaupt? Nee, da spielt der Schöpf. Oder Matthias Koch, der ist auf Ersatzbank. Ja, vielleicht wird es ja noch für den Film, dass er eigentlich mal trifft und dann, ja, der Knoten aufgeht. Wir sehen, guck mal hier. 10 Spiele, 13 Tore, 2,19 und dann hier Meier, ne? Kadernominierung, Verträge. Zweite Mannschaft, mal sehen, vielleicht wird er jetzt jemand verlängern, weil es so gut läuft. Der Marvin wäre mir mal schön. Okay. Will er nicht. Dann würde ich aber mal sagen, war das eigentlich schon alles? Oder ich könnte euch eine kleine Geschichte an, die erzähle ich. Jetzt sehe ich euch beim nächsten Nachbericht, der vielleicht dann auch gleich das nächste Spiel wird. Ich weiß es nicht. Es ist ja keine Überbrückung da, also kann man das Spiel eigentlich gleich mit drin. Ja, mit drin reinnehmen, ne? Warum nicht eigentlich, ne? Eine kleine Special. Haut rein, bis dann. Ciao.